Wäre bestimmt lustig. 2 Tage mal schauen, was wir morgen machen, wie gesagt. Gucken wir, wie der Bernd morgen so drauf ist. Da bin ich immer sehr gespannt, wie die 2 Tage werden mit Sascha. Mit Sicherheit relativ lustig. Ich habe heute meinen Hilleberg Unert mit. Schlaf-Setup innen drin habe ich wie immer meine Synmat Ultralight und Carinthia Eagle mit. Wir haben Komforttemperatur von 10 Grad. Ich hoffe, das ist ausreichend, aber ich gehe schon davon aus. Zusätzlich habe ich heute meine Tarp mitgenommen, weil das Unert hat ja keine Apsis. Und ich habe mir gedacht, vielleicht, wenn ich Lust habe, spanne ich nachher einfach mal vorne einen Tarp einfach auf, so als Vorraum. Dann brauche ich das mich nicht üben, wenn es wirklich mal regnet. Ja, ich habe heute das TCOP Army Zelt dabei. Ich finde, das ist für den Berg genau richtig hier, weil es ein bisschen windig und da ist man schön abgeschirmt mit einer großen Apsis außenrum. Wunderbare Sache und ich habe schon einmal drin geschlafen, möchte es nochmal unbedingt ausprobieren. Gerade auf dem Berg ist das eine gute Geschichte, denke ich. Ja, es wiegt halt ein bisschen mit seinen 3 Kilogramm. Aber so ist es eben, da muss man durch. Dafür ist es auch ein sehr robustes Zelt und ich habe einen gewissen Komfort im Gegensatz zu dem sonstigen Setup, was ich habe mit Tarp und Biwaksack oder Katoma. Also auf dem Berg finde ich auf jeden Fall das Zelt schon sehr sinnvoll eingesetzt. Also mit dem Zelt ist das natürlich ein absolut genialer Platz hier, weil du direkt am Hang bist und wenn du dann quasi morgens das Zelt aufmachst, hast du gleich einen richtig coolen Ausblick. Also deswegen bin ich gerade mit dem Zelt, nämlich auch wenn ich auf Solotour bin, hier sehr gerne alleine. Und dann kannst du schön gemütlich im Zelt liegen und guckst eben raus. Der Platz ist einfach super dafür. Ja, ich habe eine Menge zum Essen dabei, auch ein paar Suppen, einen Gaskocher habe ich mitgenommen, um ein bisschen Gewicht zu sparen, den Rocket MSR. Ein wunderbarer Platz hier, echt schöne Gegend. Das Wetter hält sich gut, ein bisschen bewölkt. Sonne mal da, Sonne mal weg. Für mich ein bisschen ungewohnt. Also ich trage normal gerne T-Shirt. Aber ich habe schon gemerkt, im Schatten muss man ab und zu mal sogar eine Jacke anziehen. Ich bin es nicht so gewohnt. Es geht immer ein guter Wind hier. 420 Milliliter. Ja, jetzt sitzen wir hier so da und warten aufs Wetter. Das heißt, es käme ein Gewitter. Und schauen wir mal, es verzieht sich anscheinend. Gell? Ja, irgendwie. Man hört es zumindest. Ja, ja, also gescheppert hat es. Vorhin hat es ja auch mal leicht geregnet schon. Gut, wir sind gerüstet. Willst du mal schauen? Sieht man nicht so. Na, jetzt. Und, wie schmeckt's? Nicht wie eine Gulaschsuppe, aber die schmeckt nicht schlecht. Schmeckt eher wie eine Gemüsesuppe.
gerade schon gedacht, hast du die geschüttelt? Ui. Nur deine. Bernd. So, furchtbar gern. Prost. 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 Prost dir. Ja, das Feuer brennt jetzt gerade nicht so ganz, also im Moment geht es, ist ein bisschen feucht und jetzt will ich mit dem Plastikstrohhalm hier, mit dem Kunststoffstrohhalm, da ein bisschen Action reingeben. Man kennt es ja vom Atze, von unserem Buschpiraten, der hat eben ein Blasrohr benutzt und ich nehme einfach einen Plastikstrohhalm, den hatte ich noch, habe ich abgeschnitten, damit er nicht so lang ist, ins EDC reinpasst und jetzt puste ich damit an. Der schmilzt nicht, weil man das Feuer wegdrückt durch das Pusten. Ich zeig's euch. So sieht die Sache gleich ganz anders aus. Kunststoff. Vor 12, also Mitternacht, und naja, ich liege hier im Zelt ziemlich gemütlich mit dem Licht da oben. Coole Sache. Es ist nicht kalt im Zelt, klar. Es ist ein bisschen, also das Rainfly ist jetzt ein bisschen klamm, aber innen drin ist alles cool, trocken. Passt. Ja, zum Zudecken habe ich jetzt den Zweckmann und ich habe noch den leichten Sommerschlafsack. Also vom Gewicht war das jetzt eine Ersparnis. Naja. Mit dem Kopfkissen hier ein bisschen gemütlicher als wie sonst. Muss mal schauen, was draus wird aus dieser Nacht. In diesem Sinne, bis gleich, bis morgen früh. Frisch ist es, Leute, frisch. Schon was anderes hier oben, gell? Der kühle Wind. Also nur mit Tarp und Schlafsack da, also das wäre nicht gegangen. Bei mir mit Sommerschlafsack unterm Tarp, ohne alles. Kalt, war echt. Also ich habe ziemlich gefroren an den Füßen, war insgesamt, hat sich das über Nacht ziemlich abgekühlt. Ich hatte ja den Carinthia Eagle mit, 10 Grad Komforttemperatur und das war ja grenzwertig, würde ich sagen. Ja, bei mir war es auch so, ich habe ein bisschen gefroren in der Nacht, es ist verdammt kalt geworden und musste dann mich noch mit dem Swagman, also den habe ich dann noch, also ich habe ja einen Sommerschlafsack, den von Lidl, den billigen gehabt, der hat mir dann nicht mehr gereicht. Ich habe dann den Swagman noch drüber gelegt als Decke und habe anschließend den sogar als Schlafsack nochmal komplett drüber gezogen. Dann ging es und hatte auch noch die Fleecejacke an. Ein unglaublicher Temperatursturz, möchte ich mal sagen. Es ist schon anders in den Bergen hier. Es ist so ein Zelt, das macht schon durchaus Sinn. Ich habe jetzt vorhin ein bisschen Wasser gefiltert und schwuppsdiwupps, die Säuertüte zum Auffüllen fürs Wasser am Bach, die ist halt geplatzt oben, ist gerissen.
Ich nehme mal an, dass die einfach porös geworden ist mit der Zeit, dass die zu lange da drin lag. Ich habe die jetzt schon eine ganze Weile und ist halt so. Ich habe ja noch Ersatztüten, aber nicht dabei, leider. So, ist 5 vor 11. Wir sind ins Bett gegangen, beziehungsweise in die Zelte. Und Feuer ist aus, jetzt wollen wir schlafen. Mal gespannt, wie die Nacht verläuft. Letzte Nacht war es ja relativ kalt. Diesmal habe ich gleich den Poncho-Liner über den Schlafsack noch gezogen. Dafür habe ich aber jetzt die Fließjacke nicht an. Mal schauen, wie es wird. Noch ist das Mesh nur da beim Zelt. Das ist offen sozusagen, bis hier noch Luft reinkommt. Hier ist ganz angenehm. Mal schauen, wie sich die Nacht so entwickelt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wie hast du geschlafen heute Nacht? Hä? Wie hast du geschlafen heute Nacht? Super. Viel wärmer als gestern, ne? Also das war sehr warm. Ich musste mich gar nicht mehr zudecken. Ich hatte zwar die Fleece schon an, aber habe mich nicht mehr zugedeckt. War toll. Also ich hatte wieder einen langen Abendshirt angezogen. Ja. Schlafsack total zugemacht, so Mumienfern, wieder drauf, es wird nachts wieder schweinekalt und nach 10 Minuten dachte ich, oh, was ist das denn, ey? Warm, 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 Schlafsack wieder auf. Ich habe es beim Reingehen schon gemerkt, weil es einfach so, es war direkt drückend. Ja. Das Mesh war dann offen, so oberhalb, schöne Luftzirkulation, wunderbar. Ja, aber überhaupt eine schöne Zeit, ne? Ja. 2 Tage hier oben in Tirol. Ohne irgendwie groß rumzugehen, einfach nur rumsitzen. Naja, ein bisschen spazieren sind wir schon gegangen, neue Plätze suchen und sowas. 1200 Meter waren wir, gell? Ja. Immer schöne Aussicht. Wetter war immer so, dass es mal gewittrig war, mal nicht. Ja. Regen ein bisschen, eigentlich zu wenig. Nee, das war's dann. Wir bauen dann ab, die Tour ist zu Ende. Tour. Das Wochenende ist rum. Das Campingwochenende ist rum. Ich muss wieder arbeiten. Ja, ich auch. Ich auch. Naja. Okay. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ne, hier, da, da, ne, da oben und so. Vielleicht wisst ihr, wisst das ja, wie es funktioniert. Noch irgendein Spruch von der Lippe? Ja. Alles klar. Wir können uns beide mal wieder rasieren. Wenn ich so in die Kamera gucke. Also, dann macht es gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.